Kinder lieben Rituale. Und so kann auch ein gemeinsames Gebet ein schönes Ritual für die ganze Familie sein. Zum Beispiel vor dem Essen. Wer sich wegen der Formulierung nicht sicher ist, kann dabei auf Hilfen zurückgreifen. Es gibt Gebetswürfel, es gibt Hefte, die man kaufen kann, man kann sich im Internet informieren. Also es gibt viele Möglichkeiten und da suche ich für mich und für meine Familie das Passende heraus. Und wenn Sie vorgefertigte Gebetswürfel nehmen, da können die Kinder sich das Gebet aussuchen. Selbst Kinder, die noch nicht lesen können, kennen die Texte. Doch auch ohne Hilfsmittel ist der Rat an die Eltern dabei ganz einfach. Mutig sein und ausprobieren, denn eigentlich kann man nichts falsch machen. Am Anfang ganz sicher würde ich mich an ein Gebet halten, das vorgegeben ist, das festgeschrieben ist, so einen Gebetswürfel nehmen. Aber dann würde ich schon versuchen, in diese offenen Gebetsformen zu starten. Das heißt, das, was wirklich mich bewegt, auch zu formulieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht verkopft, dass man sich nicht stresst und denkt, oh, das muss jetzt ein perfekter Satz sein oder das muss jetzt, das darf ja kein Holpern in der Stimme oder in der Sprache sein. Total egal. Denn Beten ist vor allem auch miteinander reden. Und so kann zum Beispiel das Abendgebet ein gemeinsamer Rückblick auf den Tag sein. Was waren die schönen Momente? Für was sind wir dankbar? Was war vielleicht auch schwierig heute? Also wo brauchen wir vielleicht Unterstützung oder wo braucht das Kind Unterstützung? Was kann ich da an Input geben? Oder aber auch zu sagen, ich weiß jetzt auch keine Antwort, aber vielleicht schicken wir das einfach an den lieben Gott und mal schauen, was dann der nächste Tag bringt. Ein schönes Ritual für die ganze Familie. Einfach zusammen beten.